Der Höhepunkt der Aktivitäten ist das Spiel der leuchtenden Herzen. Dieses Mal am 18.12. beim Heimspiel gegen Köln. Diese Veranstaltung feierte in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum. 2006 erstmals von der Faninitiative organisiert, gehört dieser Abend zu den schönsten im Lauf einer Saison. Für 2 Euro oder mehr, je nach Spenderlaune, können die Herzen vor dem Spiel gekauft werden. Dadurch kamen in den letzten Jahren mehrere 100.000 Euro zusammen. Die Fans sind gerne dabei, wenn es um den Verkauf der Herzen geht. Den Großteil der Organisation im Vorfeld übernehmen allerdings die Adler. Danke. Die Fans sind von Anfang an dabei, jeweils mit 100 Fans pro Jahr. Es war sofort ein ganz klares Thema. Es geht ja an die Kinderkrebsklinik oder andere bedürftige Institutionen. Und es war also nie ein Thema gewesen, Leute zu finden, die da mithelfen dann. Also es ist schon stolz, weil wir auch in der DL einzigartig sind. Viele uns jetzt kopiert haben mit dem Thema und also der Erfolg gibt uns recht. Über dieses Spiel und den Verein Adler helfen Menschen sprachen wir mit Matthias Binder. Matthias, das Spiel des Herzens ist sicherlich der Höhepunkt der Charity-Aktion Adler helfen Menschen. Wie groß ist das Kribbeln bei dir jedes Jahr, wenn es wieder Richtung Spiel des Herzens geht? Ja gut, bei mir kribbelt es das ganze Jahr, weil wir sind unheimlich stolz, dass wir vor 8 Jahren diesen Adler helfen Menschen e.V. gegründet haben, damit vielen Menschen hier in der Region helfen konnten. Und natürlich schließt die ganzen Sammelaktionen unterjährig, die münden in das Spiel der leuchtenden Herzen, was wir jetzt wieder vor uns haben. Und da sind wir unheimlich stolz drauf, weil das Spiel ist immer seit Jahren ausverkauft, egal welcher Gegner kommt. Das ist praktisch schon wie ein Ritual hier in Mannheim. Und das kann sich, denke ich, sehen lassen hier in Mannheim und macht uns eigentlich stolz, dass da auch immer so eine tolle Summe zusammenkommt. Kannst du mal erklären, wie es vor 8 Jahren dazu kam, dass man diesen Verein gegründet hat? Ja, wie du selbst auch weißt, haben wir mal begonnen, so Eishockeyspiele zu organisieren mit ehemaligen Sportlern. Wir haben also ein Einmal-Event daraus gemacht, haben an dem einen Tag eigentlich unheimlich viel Geld zusammengesammelt und das Geld ging dann immer 1:1 an Rosis Kids Corner. Wir wollten jetzt Rosis Kids Corner nichts wegnehmen, aber wir haben uns gesagt, diese großen Einnahmen, die wir da auf einmal haben, da macht es vielleicht Sinn, dass wir die erstmal in unserem Fundus haben und dann schauen können, ob wir mehrere Aktionen damit bedienen können. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir einen eigenen spendensamen Verein gründen. Und das hat sich ganz gut bewahrheitet, dass wir da richtig liegen. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn relativ viel Geld zusammenkommt, sind im Laufe der Jahre ja einige Hunderttausend geworden, Hunderttausend an Euro. Gibt es da nicht tagtäglich Anfragen dann von Menschen, die tatsächlich hilfsbedürftig sind? Um es genau zu nehmen, wir haben jetzt das 8. Geschäftsjahr rum beim Adler helfen Menschen e.V. und wir sind stolz, dass wir die 600.000 Euro überschritten haben. Aber genau so ist es. Wir kriegen unheimlich viele Zuschriften. Wir können natürlich nicht jedem helfen, sondern wir haben ja auch unsere permanenten Großprojekte laufen. Rosis Kids Corner läuft ja weiter. Am Anfang war das ein bisschen missverständlich mit der Gründung des e.V., ob jetzt Rosis Kids Corner stirbt. Nein, ganz im Gegenteil. Auch das Spiel der Herzen speist zum großen Teil Rosis Kids Corner. Die werden wieder eine große Spende aus diesem Spiel heute bekommen. Wir haben unsere permanenten Vesperkirchen, die das 4. Mal in Ludwigshafen lief, das 8. Mal in Mannheim lief. Wir haben jetzt eine ganz neue initiiert, die zum 1. Mal gestern zu Ende ging in Heidelberg. Aber wir haben auch neue Projekte mit den Behindertenwerkstätten, wo wir die Special Olympics für die Sportler möglich machen. Nächstes Jahr in Hannover, wo wir Hotelunterkunft und Trainingsmöglichkeiten denen geben. Und natürlich viele, viele Einzelschicksale, von denen wir unter dem Jahr gar nicht sagen, dass wir Leute unterstützt haben, mit Kleinigkeiten, auch mal mit größeren Spenden, um eine Delfintherapie zu Ende zu finanzieren oder ein behindertengerechtes Fahrzeug anzuschaffen und. Also wir sind da sehr rührig und es macht uns auch stolz, dass wir angeschrieben werden, um Hilfe gebeten und wir tun, was wir können. Natürlich können wir nicht allen gerecht werden. Dann kommt natürlich die Folgefrage, wie schwer ist es, wenn man einen Brief kriegt, wo man sieht, das sind Menschen, da ist ein Kind als Beispiel hilfsbedürftig und ihr könnt trotzdem nicht zusagen. Wie schwer fällt es dir persönlich? Es ist unheimlich schwer. Auch die Fälle, die man dann unterstützen kann, hat man ja auch oft das Gefühl, es ist jetzt vielleicht nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es macht einen schon bedrückt, wenn man die Briefe liest und wenn dann ein Hartz-IV-Dokument dabei liegt und die Eltern noch beide schwer krank und das Kind behindert. Also das sind dann schon schwere Momente und das relativiert aber auch das ganze Berufliche, wo man sich gerade befindet, ob das sportlich ist oder oben im Büro. Deswegen finde ich es unheimlich wichtig und die ganzen Mitarbeiter, die nehmen auch diese Dinge an und wie gesagt, das ist manchmal eine gute Mischung, dass man wieder geerdet wird, wenn man über solche Themen sich auch beschäftigen muss.
Jetzt gibt es natürlich dieses Spiel und ich glaube, nicht nur der Uli Lange, alle Mitarbeiter wünschen sich an so einem Tag am Ende eines Spiels was, Matthias? Ja, dass wir einen Sieg einfahren beim Spiel der Herzen, dass wir mit einer guten Stimmung in die Weihnachtsfeiertage gehen, dass wir uns alle gesund wiedersehen im neuen Jahr und dass wir zwischendrin noch einen guten Spengler Cup spielen. Außer der Hoffnung auf einen erfolgreichen Spengler Cup bleibt an Weihnachten allerdings nichts mehr. Dennoch darf oder muss man sogar in diesen sportlich so schwierigen Tagen auch das soziale Engagement der Adler in den Mittelpunkt stellen.